So, und dann gucken wir mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Da unten. David weiß offenbar, wie man die richtigen Leute auswählt, Mr. Jensen. Sie haben ja heute einen großen Dienst erwiesen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich wünschte nur, ich wüsste, worum es ging. Das weiß man nie, Mr. Jensen. Eines Tages ändert sich das vielleicht. Autsch! Ihr seid gemein! Ihr seid ganz gemein! So weiter und weiter und weiter und weiter. So, redest du jetzt noch mal mit uns? Eventuell wäre ein David weiß offenbar, wie man die richtigen Leute auswählt, Mr. Jensen. Sie haben ja heute einen großen Dienst erwiesen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich wünschte nur, ich wüsste, worum es ging. Das weiß man nie, Mr. Jensen. Eines Tages ändert sich das vielleicht. So, dann gucke ich mal, dass ich mal hier. So. Ich hoffe mal, das war jetzt der richtige Weg. So, dann kriechen wir mal hier durch und gucken, wo wir landen. So, hier macht sich gerade die Icarus-Erweiterung ausge. Hier zahlt sich gerade die Icarus-Erweiterung aus. Und oder auch nicht, weil wir in der Etage höher müssen. Na, ganz toll. Hat sich da was bewegt? Yeah.
Ja, des Maschinengottes. Das hört sich ja sehr schön an. Das war jetzt mal knapp. Und zwar richtig übelst knapp. So. Bewusstsein wird überbewertet. Wir haben so und so viele Leute ins... Das ist jetzt ein Scherz, oder? Shit. Okay, das hatte ich jetzt hier eigentlich nicht erwartet, dass sie jetzt hier rumliegt. Autsch. Es wundert mich eigentlich nur, dass kein Dialog irgendwie kam oder sowas. Und was wird das jetzt? Das ist weit genug, Guaylo. Kennen wir uns? Ich würde mich bestimmt an den Mann erinnern, hinter dem inzwischen ganz Hengsha her ist. Halb Belltower sucht sie. Gibt es einen Grund, warum ich sie nicht ausliefern sollte? Ja, Wassili Sevchenko. Keine Ahnung, was Sie meinen. Sie tragen seinen Arm. Sein GPL-Gerät hat mich direkt zu Ihnen geführt. Beutetech. Nichts als Ärger jedes Mal. Wrong woman, dann du da hierher. Der Mann, von dem ich ihn habe, war leider nicht in der Verfassung, sich zu beschweren. Belltower hat uns seine Leiche vor ein paar Wochen überlassen. Belltower? Nicht Tai Yong? Tai Yong holt keine Leute von meinen Straßen und gibt mir dafür ein paar Augs, damit ich die Füße stillhalte. Bei Sevchenko waren 4 weitere Wissenschaftler. Von denen habe ich nichts. Vielleicht leben sie also noch. Und vielleicht bin ich ihnen sogar behilflich. Ich höre. Ich könnte mir denken, wohin Belltower die Leute bringt. Das Problem ist nur, die Schweine haben meinen Sohn. Und er fängt sich eine Kugel ein, wenn ich aus der Reihe tanze. Sie ahnen, worauf ich hinaus will? Wo wird er festgehalten? Einer meiner Harvester wird Ihnen alles erzählen. Treffen Sie sich in der Kanalisation in der Nähe der Ellis Gardenpots. Sobald mein Sohn frei ist, kommen Sie zurück und wir reden weiter. Kann's kaum erwarten. Ja, sehr schön.
Ach, was ist denn das? Nein, ich habe keinen Platz. Finden Sie meinen jungen Laowai. Er ist clever, aber er ist kein Soldat. Eher ein, wie sagt man, Raufbold. Sowas hätte natürlich auch was für sich. Aber... Du hast einen Freifahrtschein vom Boss. Aber mach keinen Schein. Hitzfront blockiert wurde. Ach, dann hättest du mir vielleicht erzählt, was mit ihr los ist. Scheiße. Jetzt habe ich den, der mir vielleicht was erzählen hätte, könnte K.O. geschlagen. Ja, es bringt mir natürlich so viel weiter. Zum Glück ohne schwere Verletzungen. Der pennt. Hallo? So, wie komme ich denn jetzt hier raus? Also, dass der Aufzugsschacht rausgekommen bin. Jetzt muss ich mich auch hier schon hier ins Treppenhaus reinhacken. So. Zugriff gewählt. Und alles geholt und Türchen auf und raus hier. Zugriff gewährt. So, ich habe zwar keine Ahnung, wie ich jetzt irgendwie aus China rauskommen soll. Mein Pilot ist ja tot. Sieht aber komischerweise für einen, der in die Luft geflogen ist, sehr gut aus.哎，老外，那个老人说你没事儿，这样我就放心了。So, und dann gucken wir mal, rennen wir mal hier durch.
谢谢你. Du hast einen Freifahrtschein vom Boss. Aber mach keinen Scheiß. Sonst endest du als Ersatzteillager. Ja, das war eine deutliche Aussage. Und jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir nicht schon wieder in einen anderen Stadtteil, oder? Kommt schon, Leute. Das ist so ein Witz. Super, schon wieder in einen anderen Stadtteil. Das macht sich sehr gut. Und dann... Cut.